Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Astonia. Ich denke mal, diese Folge wird nicht ganz so lang werden, denn ich habe gerade nicht ganz so viel Zeit aufzunehmen. Oh, das ist nicht so schlimm. Beeilen wir uns ein bisschen ohne Forschung. Eine richtige Forschung. Komm, Space Shuttle, Space Shuttle. Raumschiff, ja, wunderbar. Heißt halt Raumschiff. So, muss das nächste gleich anstellen hier. Was haben wir denn da Schönes noch? Da haben wir organisches Zeug. So, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Immer abspeichern. Und, oh, Titan. Okay. Shuttle. Shuttle. Raumschiff. Was brauchen wir für Kupfer? Oh, hat sich ja richtig gelohnt, dass ich Kupfer dabei habe. Dabei habe, nein. Teilweise eingesammelt habe. Ja, das ist Kupfer, ich weiß. Jetzt haben wir nicht genug Kupfer, oder was? So, das ist Aluminium. Da haben wir doch noch Aluminium. Hm, habe ich hier Kupfer? Nein. Müssen wir Aluminium sammeln, sag ich schon. Kupfer sammeln. Ich habe überhaupt kein Kupfer mehr. Ich habe alles verballert. Aber zweimal Aluminium auf jeden Fall, falls wir mal eine Windturbine machen wollen. So. In die Richtung fahren und jetzt in die Richtung fahren. Und verbinden zum Auffüllen, damit ich hier. Ja, sehr schön da. Genau, wunderbar. Füllt sich auf. Das, die zweite Batterie füllt sich auch auf. Super geil. Verbindung trennen müssen wir nicht. So. Kupfer wissen wir ja. Gibt es unter der Erde. Und zwar in unserem tollen Loch. Haben wir ja noch welches gefunden gehabt. Oh, nicht so schnell, nicht so schnell. Sonst passieren wieder Unglücke. So, wo waren das? Ich überlege gerade, hier hinten war das ja auch direkt. Teilweise. Oh, hier haben wir wieder Dinger zum Forschen und zum Mitnehmen. Direkt mal dran setzen. Das ist ja lustig. Ja, das ist okay, unser Charakter pufft es weg. So. Da hinten war was, aber ich weiß auch, dass da hinten noch was war, was ich nicht am Anfang nicht mitnehmen wollte, glaube ich. Guck mal, hier mal ein bisschen wegbohren. Ah, ob das so gut war. Eine andere Frage. So. Hydrazin. Aber die Dinge erstmal mitnehmen. Eins. Zwei. Und dann sind wir auch schon wieder voll. Da hinten sehe ich welches. Ha. So, und hier machen wir mal wieder die Erde gleichmäßig. So, da kann man nämlich auch hier durchfahren, notfalls. Wollte ich jetzt zwar nicht mitnehmen, das Zeug, aber was soll's. So, hier ist auch noch so ein Ding. Das können wir hier vorne platzieren. Kommt für später. Wunderbar, da haben wir Kupfer. Muss auch gar nicht so weit laufen. Ein bisschen weggehen von dem Ding. Weil das wird uns gleich wieder voll spucken wollen, genau. So. Wunderbar, gibt's hier hinten irgendwas? Hinter so Dinge hier. Und noch mehr Kupfer. Gut, gut zu wissen. Malachit, ja genau, Malachit, das wollen wir haben. Das verbraucht die Anzugsenergie gar nicht, sondern nur die specialische Energie. Okay, muss ich jetzt viel Energie verbrauchen hier. Damit es. Genau, wunderbar. So, und eins können wir ja so mitnehmen. Ach. So, wunderbar. Das reicht ja schon, uns sozusagen. Oh, okay. Um die gleiche Zeit geht auch der Sauerstoff aus, also von daher gut getimt, würde ich sagen. So, das packen wir da dran.
Energie braucht man nicht explizit auffüllen. Das heißt, wir können unser organisches Material, was wir gesammelt haben, aufheben. So, das sieht gut aus. Aber hier unser Weg ist nicht so toll. Ein bisschen glätten hier. Wir besser langfahren können. So, würde ich sagen. Nein, das war zu viel. So, das ist doch super. So, in die Richtung fahren, bitte. Rum, rum, rum. Elektroantrieb. Ach ja, das Ding hat ja Elektroantrieb. Ha, deswegen macht das so. Unser Bohrer ist auch noch dran. Oh. 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 Zweimal drehen und alles gut. Lustig. Also auf jeden Fall schön gemacht, dass die Fahrzeuge nicht kaputt gehen. Vielleicht ändern sie es irgendwann noch, dass die auch kaputt gehen könnten. Das finde ich nicht so toll. Weil solange es da Bugs gibt, die es irgendwie lustig rumhüpfen lassen und ähnliches, ist das auf jeden Fall... alles andere als toll. So, so, ein Stück vor. Na, nicht so weit. Also es ist schon ein bisschen schwierig zu navigieren. Achso, ja, vor allem weil die Steuerung halt so total... ich drücke gerade die Vorwärtstaste. So total an dem vorbeigeht, was man erwartet. So, ich kann hier dieses Ding ja gleich mitnehmen. Ja, genau das. So, genug Plätze sind. So, auf jeden Fall Viere draufpacken. So. Damit sich das auch lohnt, die Schmelze angemacht zu haben. So, Kupfer, Kupfer, Kupfer. Und dann so und... Das können wir mal verbinden hier. So, bei Gelegenheit füllst du dich wieder auf. Kupfer. So, und so. Und dann bauen wir mal ein Raumschiff. Ein schönes großes, hoffe ich. Oh oh. Oh oh. Und so richtig, oh oh. Ne, mit Alt ging das. Bitte, bitte nicht sterben. Okay. Ich hoffe auch, unser Fahrzeug geht nicht kaputt. Eieiei. Ey, das haben sie cool gemacht, dass hier die Dinger auch wackeln und so. Und fühlt sich unser Fahrzeug auf? Irgendwohin geht die Energie? Ach nee, das fühlt sich erstmal auf. Okay. Ist auch okay. Eigentlich müsste sie ja unsere Windturbine richtig abgehen. Eieieiei. Ja, ich glaube, es ist vorbei. Jetzt haben wir natürlich so einen riesen Bubbel erschaffen, was für unser Auto nicht so toll ist, aber das kriegen wir hin, da drum oben zu fahren, würde ich sagen. Windturbine überlegt sich so, ich drehe mich nicht. Aber gut. Ah, cool, hier kann man einen Einsitzer drauf machen, ein Lager, einen Dreisitzer braucht man nicht. Einen Einsitzer, fangen wir mit einem Einsitzer an. Braucht man Gemisch. Gemisch haben wir... Nicht mehr. Doch da ein bisschen. Das ist aber ein spezieller Einsitzer, wie das aussieht. Das heißt, da kann ich keinen Standard-Einsitzer nehmen. Wie es auch woanders der Fall wäre. Sprich, was ist das? Ah, dafür ist das Zeug. Braucht sich. Oh, da brauchen wir aber viel davon. Können wir gleich mal herstellen.
Einsitzer haben wir schon. Lager, was können wir noch machen? Lager, okay. Lager braucht auch wieder Gemisch. Oh, 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 oh. Eins haben wir davon. Da haben wir noch ein Gemisch. Reicht das? Ne, wir brauchen bestimmt vier wieder von. Oh, okay. Was soll's. Packen wir erstmal wieder was in die Forschung. Einmal forschen bitte. Und in der Zeit kann man mit dem Auto dann auch mal wieder so, das dahin, das dahin, das dann auch immer. Titan, super. Noch mehr Titan. So. Was würde ich sagen, mit dem Auto? Ja, doch, man sieht doch recht weit, wo der Beacon ist. Noch mehr Titan. Yay. Ich freue mich. Finden da fast nur Titan drin. Mit dem Auto Gemisch holen gehen. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall keins im Inventar. Ja, da habe ich noch Kupfer. Einmal Kupfer. So. Ach, werfen wir die Schmelze an. Verbrauchen wir schön Energie. Soll uns ja nicht stören an der Stelle. Und die Forschung. Wir haben hier eine Solarzelle. Ja, die ist noch gar nicht richtig voll hier. Oh, einmal Lithium. Aus dem grünen Knubbel. Aber die Solarzelle ist auch sehr beschäftigt, muss ich sagen. Mit allem möglichen Füllen von dem Zeug. So, ballern wir nochmal kurz los hier. Ich weiß nicht, ich würde am liebsten den Bohrkopf da lassen. Ach ja, Steuerung. Steuerung ist super lustig. Voll unintuitiv. Muss ich sagen. Also manchmal macht's ist intuitiv oder macht's Sinn, aber teilweise auch überhaupt nicht. Halt. Also solche Steuerung. Man will eigentlich immer mit dem Auto mitsteuern, aber es funktioniert halt nicht. Nicht so, wie man denkt oder will. Ja, da ist noch ein Lager. Das fahren wir mal noch schnell ab. So, 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 so. Gemisch 1, 2, 3. Ein bisschen haben wir noch. Ein bisschen mehr haben wir so nicht verkehrt. Dann können wir auf jeden Fall ein bisschen was vielleicht schon mitnehmen, beziehungsweise einlagern. Ist alle? Ja, die Pflanzen wollte ich jetzt hier nicht mitnehmen. Ja, scheint leer zu sein, das Depot. Okay, meinetwegen. Ein bisschen Energie mit hier. Da ist auf jeden Fall viel drin. Ach, mal was fürs Auto. So. Was fürs Auto zum Mitnehmen. Bruchlandung. Aber lustig. Es funktioniert recht gut, das alte Auto. Also nachdem es nicht mehr rumfliegt wie wild durch die Gegend, funktioniert es eigentlich ganz gut. So, und ein Space Shuttle bauen. Ne, ein Lager auf das Space Shuttle. Sollen wir eigentlich noch einen Antrieb unten dran machen? Ich habe ja den. Oder war das. Ah, vielleicht bei dem kleinen Shuttle braucht man das. Die Schubdüse, aber keine Ahnung. Was könnte ich da alles mitnehmen? Könnte ich Energie mitnehmen? Könnte ich so eine Schubdüse mitnehmen? Kann man die hier irgendwie ransetzen? Nee. Das wird nichts. Lager, Einsitzer. Kann man es eigentlich wieder wegbauen, was man einmal gebaut hat? So, noch mehr. Noch mehr Treibstoff produzieren, bitte. Echt viel. Puh. Echt viel Treibstoff, was das braucht.
So, Batterie, Generator, Habitat. Ein Habitat wäre natürlich gut mitzunehmen, hätte ich jetzt gesagt. Also nehmen wir mal eins mit. Brauchen wir eins. Setzen das da oben drauf. Können wir es mitnehmen und dann dorthin setzen. Ein Kreis dabei zu haben, wäre, glaube ich, ungünstig. Könnte ich mir vorstellen. So. Noch eins produzieren, bitte. So, da haben wir wieder mehr Treibstoff. Würde natürlich wahrscheinlich noch mehr Sinn machen. Ich weiß nicht, ob das einmal reicht, um zu fliegen, oder? Nee, das läuft auf jeden Fall. Sind Schubdüsen unten dran, wie es aussieht. Was wir mit der einen hier machen sollen? Vielleicht für so einen Shuttle. Vielleicht gedacht. Keine Ahnung. Ich würde auf jeden Fall auf diesem Ding hier oben auf dem Lager... Kann ich das auch so... Das auf das Lager setzen? Haha, das geht auch. Super geil. So, hier produzieren bitte weiter. Ah, wo ist das Knöpfchen? Keine Energie, ja? Vielleicht ist es nicht 100% voll. Ah ja, genau, das ist nicht 100% voll. Da ist so ein ganz kleines Ding Platz noch. So, das war's schon. Das war ein so ein Bubbel. Unglaublich. Kein Wind, keine gespeicherte Energie, kein Solar. War echt aufgeschmissen in der Nacht. So, und Treibstofftank wird jetzt auch langsam voll hier. Ziemlich gefährlich aus. Also die ganze Konstruktion hier. So im Auto ist auch nichts mehr. 3 Sitzer, Lager. Kann man alles hier so. Kann man eigentlich schon rein in das Raumschiff. Oh ja. Ich will auch noch nicht losfliegen, oder doch? Tab. Spiel wird gespeichert. Oh, damit könnte man hoch. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir jetzt nicht. Das machen wir in der nächsten Folge, wenn dann. Vielleicht kann man damit rumfliegen, richtig? So, durchs Weltall. Das wäre cool. Aber das werden wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Ich würde hier aber jetzt gerne noch mehr Treibstoff. Ich weiß gar nicht, wie viel man braucht. Vielleicht braucht man gar nicht so viel. Oder vielleicht muss es auch voll sein. Aber... Das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Hier machen wir jetzt noch ein bisschen Vorbereitung. Insgesamt. Hier haben wir noch ein Lithium. Ich würde nämlich auch gerne eine volle Batterie mitnehmen. Um einfach von vorne weg richtig viel Energie schon... Na, was heißt richtig viel? Überhaupt Energie dabei zu haben. Das können wir eigentlich nochmal mit Titan machen. So, ein Tank. Sauerstofftank. Ansonsten können wir nicht viel mit Titan machen. Ist alles leer hier. Nirgendwo mehr Energie. Außer im Fahrzeug. Super. Aber ich sehe, die Sonne geht auf. Das bedeutet, oh, und da fließt die Energie schon wieder. So, definitiv noch eine zweite Solarzelle vielleicht anbringen, dass man auch am Tag noch mehr Energie hat. Vielleicht so ein Solarmodul mitnehmen. Genau. Das machen wir. Nehmen ein Solarmodul mit. Tick. So. Treibstoff produzieren. So, einmal Solarmodul. Da oben drauf. Das produziert sogar Energie da oben drauf. Ist ja fesch. Ha. Umso besser. Muss man es gar nicht andocken irgendwie. Das eigentlich auch direkt. Ja, das hat auch Sauerstoff zur Verfügung. Entweder weil ein Habitat drauf ist. Oder weil es dasselbe hat. Achso, das hat so einen Dock-Mechanismus hier. Vielleicht können wir sogar das Auto mitnehmen, wenn man das da rein... wenn man den Truck da andockt und dann mit dem Ding losfliegt. Also ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Das könnte man mal ausprobieren. So Spielstand speichern. Das ausprobieren, wenn es schief geht, kann man es wieder herstellen. Auf jeden Fall. Die Batterien werden auch voll. Super gut.
So, gut, da hinten wollten wir auch noch ein bisschen für das Forschungszeug mal hinfahren. Das wird man aber dann auch wahrscheinlich in der nächsten Folge machen, bevor wir losfliegen. Also freut euch schon mal auf die nächste Folge, denn die wird damit definitiv interessant werden. So, jetzt ist das Ding so gut wie voll. So gut wie randvoll hier. So, machen wir das. Ja, es ist randvoll. Das lassen wir außen dran gesteckt. Dann haben wir nämlich schon mal ein bisschen was dabei. Vielleicht könnte ich euch auch ein Lager drauf bauen. Genau, da wäre es besser, das so zu tun. Und ein Lager mitzunehmen. Da brauche ich aber auch erst wieder Ressourcen. Die müssen wir dann auch erstmal wieder finden, beziehungsweise zusammensammeln. Da zum Beispiel. So. Genau. Oh, die zwei Solarmodule sind auf jeden Fall fesch. So. Ein Drucker war, glaube ich, aus Kupfer bestehend. Das heißt, wenn ich auf einem neuen Planeten bin und einen Drucker herstellen will, brauche ich Kupfer. So, und da der bestimmt da nicht so reichhaltig ist, man wieder ewig suchen muss bestimmt, nehme ich einfach ein bisschen Kupfer mit. Weil den kann ich ja nicht vordrucken, den Drucker sozusagen. Den muss man ja auf so einem Gebäudeteil aufbringen. Wenn ich das mal so sage. So. Machen wir mal das Harz mit, weil ich wollte ja noch so eine Verbindung machen für Zeug. Und da hinten unsere unendliche Gemischversorgung noch schnell abfahren. Da muss ich nicht irgendwo noch eine endliche Ressource abbauen. Genau eins. Ne? Komm, ich hätte ja noch ein bisschen. Schade. So, wir haben da eins. Ich hätte ja noch ein zweites. Voll. Hm, Mist. Mist, 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 Mist. Sehr schade, sehr schade. Ja, genau, das sind die Reflektionen, die ich schon mal gemeint habe. In einem anderen Video. Reflektionen von den Solarpanels, genau. Ach, ziemlich cool sowas, weil so eine Kleinigkeit. Oh, das Solarpanel geht zu, das heißt, es ist. Wird schon wieder Nacht. Langsam. Das andere ist noch offen, auch sehr witzig. So. Da ein bisschen abbauen. Gut, haben wir zwei. So, das wollte ich benutzen, um ein Lager zu bauen. Lager, Lager. So, ich wollte schon fragen, warum kann ich es nicht bauen? Aber ich muss ja erst die Ressourcen reintun. So, und hier noch eins und ein Harz drauf. Und dann könnte man da irgendwann mal irgendwas draufsetzen. Was man denn möchte. So, kommt da ein Lager drauf. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Und dann können wir hier Kupfer mitnehmen. Ein Kupfer, das ist Aluminium, das können wir auch mitnehmen. Für eventuelle weitere Erforschungen. Aluminium. Und auch ein. So, ein, zwei Titan. Stimmt auch nicht verkehrt. Ich weiß noch nicht, was man damit noch machen kann, aber es ist ja recht selten. Lithium für eine Batterie. Werden wir dann sehen. So. Und Kupfer. Muss noch irgendwo Kupfer rumgeistern. Das ist Alu. Haben wir kein Kupfer mehr. Na gut. Eins ist besser als keins. Ich hätte eigentlich gerne zwei gehabt. Aber gut. Wie gesagt, das war's für diese Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Ein bisschen Treibstoff noch mitnehmen. So. Das heißt, schaltet wieder ein. Dann fliegen wir in den Weltraum. Ist jetzt doch fast eine komplette Folge geworden. Fast 30 Minuten. Joa.
Das heißt in den Weltraum, da hoch irgendwo zu irgendwelchen Welten, die wir noch nicht kennen. Wir machen bestimmt noch ein bisschen Vorbereitung. Ich wollte nämlich auch da hinten diesen Punkt, da hinten ist er, den ich schon markiert habe, nochmal kurz inspizieren. Das geht ja schnell mit dem Fahrzeug. Aber ansonsten macht's gut, bis bald, euer Stein.